ein herzliches Willkommen zum neuen Let's Play. In diesem Fall werde ich mal ein ganz anderes Spiel Let's Playen, nämlich Metin 2. Wir sind jetzt hier schon im Eingangsfenster, ich habe mich also schon eingeloggt, angemeldet und ja, jetzt möchte ich es einfach mal schauen. Wir erstellen uns einfach mal eine Figur und können auch gleich zwischen ein paar Reichen auswählen. Zum einen gibt es hier das gelbe Reich, das Shinjo-Reich, und es nimmt den Westen des Kontinents ein. Es besitzt eine, ja, was besitzt es? Eine theokratische Struktur und wird von seinem spirituellen Führung geleitet. Okay, gegründet wurde es von Zhu Zhang, dem Cousin des ehemaligen Kaisers Jun-Frau, okay? Jun-Frau, okay. Die enorme magische Kräfte verfügte. Die über enorme magische Kräfte verfügt, unterschätzte ihn bereits früh darin, sich dem Ausmaß der Bedrohung durch den Metinstein anzunehmen. Zum Metinstein kommen wir übrigens später, denn das Jungyang riet mehrfach zu Gegenmaßnahmen, wurde aber stets ignoriert. So führte er seine Gefolgsleute in eine Rebellion gegen das damals noch bestehende einheitliche Kaiserreich. Nach dem Untergang desselbigen befindet sich Shunzhou noch immer in offener Auseinandersetzung mit dem Osten und in den ständigen Schwist mit dem Süden. Die Einwohner streben nach der Herrschaft über den gesamten Kontinent, um so der zunehmenden unheilvollen Macht des Metinsteins endlich Einhalt gebieten zu können. So, das war also das gelbe Reich. Dann gibt es noch das rote Reich, das Shinzo-Reich. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, das alles durchzulesen. Aus diesem Grund überspringe ich das einfach mal frecher halber. Und auch ein blaues Reich gibt es, das Jinjo. Ja. Ich hoffe, ich spreche das jetzt auch überhaupt alles richtig aus. Ja, das blaue Reich, rote Reich und gelbe Reich halt. Man kann auch hiermit wechseln. Wir fangen mit dem roten Reich an und wählen das jetzt einfach mal aus. Grund ist einfach, dass ich da nachher mehr Möglichkeiten habe. So, wir nehmen einfach mal als Name, wie machen wir das? ACL, genau, Apokalypse. Also ACL ist die Abkürzung für Apokalypse, für diejenigen, die es noch nicht wussten. Und da machen wir einfach mal ein Let's Play. So, genau. ACL Let's Play. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal zwischen Krieger, wo hier auch nochmal die Erklärung genau stehen. Krieger ist eigentlich immer am Anfang sehr zu empfehlen, weil es mitunter die einfachste Figur ist. Dann gibt es den Ninja, der halt ja, hier als professioneller Mörder gilt. Und auch Suras. Ja, die Suras haben halt, was war das nochmal, die Saat des Teufels in ihren Armen aufgehen lassen. Und deswegen sieht die halt so aus, können sehr gut Magie benutzen. Also wer, derjenige, der Magie mag, der sollte einen Sura nehmen. Oder eventuell auch eine Schamanin, die aber mehr als die Unterstützungskraft sind. Das heißt, mit denen kann man nicht ganz so viel selber machen, sondern muss sich auch auf andere Spieler selber verlassen müssen. Ja, wir nehmen am besten den Krieger. Könnten jetzt noch auswählen, was wir da nehmen, ob der so aussehen soll oder so. Und können hier auch noch zwischen Frau, die auch so aussehen kann, oder dem Mann. Ich nehme hier einfach mal einen Mann und ja, der soll einfach blau aussehen. So. Also morgens, mittags, abends blau. Schön. So, dann stellen wir mal und hoffen wir mal, dass der Name. Genau, Name war auch noch nicht vergeben. Und jetzt können wir auch schon ins Spiel eingreifen. Mit Start. So, jetzt kommen wir am Anfang des Shinzo-Reiches raus. Schön. Ohne Waffe, ohne alles stehen wir jetzt hier in der Einöde, halbnackt. Und man sieht auch schon oben, das ist Certain Channel 2. Also wir haben den 15. Server uns genommen und haben auch schon eine Nachricht. Willkommen bei Metin 2. Da klicken wir doch einfach mal drauf. Was steht denn da so Schönes? Ja, hier steht halt,
Die spannenden Abenteuer von Mädchen 2 stehen kurz bevor. Zunächst sollst du den Stadtwächter aufsuchen. Er versorgt dich mit einem grundlegenden Informationen und unterschiedlichen Aufgaben. Wenn du jagen möchtest, findest du wilde Tiere außerhalb der Dorfgrenze. Sie werden als rote Punkte auf der Minikarte angezeigt. Du solltest dich zunächst auf die Wildhunde konzentrieren, da sie die einfachsten Gegner darstellen. Viel Erfolg. Okay. Uns wurde also schon mal viel Erfolg gewünscht. Jetzt haben wir hier unten auch noch so ein Hilfeding, wo halt die Steuerung erklärt wird, was ich aber auch nochmal später zukommen kann. Wobei, ja, jetzt ist es weg. Ist ja auch egal. So, wir sehen jetzt hier bei der Übersichtskarte schon mal ein Punkt. Das ist der Stadtwächter. Da könnten wir jetzt hinlaufen. Hier sehen wir, das ist die Stadt. Und das Rest ist alles Wildnis. So, den Punkt können wir... Ja, den lassen wir jetzt nicht außen vor. Da laufen wir jetzt mal hin. Also Zeit können wir nur laufen, nicht rennen oder ähnliches. So, dann laufen wir als erstes mal dahin. Ohne Waffe, ohne alles. Und schauen uns das Ganze mal an. So, da hinten kommt schon der Stadtwächter. Und man erkennt es zum einen natürlich an diesem Punkt. Oder auch natürlich an diesem schönen Pfeil. Natürlich nicht da vorbeilaufen. Und wir sprechen mal an. Und der Stadtwächter, er meint, wir sind neu. Ja, klar sind wir neu. Und ja, er fragt uns nach einer Ausbildung, die wir natürlich nicht haben. Und ja, er macht sich über uns lustig, weil wir noch nie eine Waffe benutzt haben. Ja, ist okay, gut. Wir sollen als erstes, also er gibt uns erstmal Unterricht bis Level 10 jetzt. Und ja, wir sollen uns bewegen. Wohin sollen wir uns bewegen? Okay, mach dich auf den Weg und lerne die grundlegenden Methoden für den Kampf und ja und für die Jagd. Okay, sobald du das nächste Level erreicht hast, solltest du ins Dorf zurückkehren, um mit mir zu reden. Was steht noch hier rum? Los! Ja, ich lese das hier vor. Okay, so jetzt haben wir da gar nichts mehr und wir haben jetzt in der Mitte einen Punkt. Da laufen wir jetzt auch mal hin und man sieht jetzt schon in der Stadt auch ein paar andere Leute, Menschen, was jetzt auf Server 15 halt zu der Zeit, wo ich jetzt spiele, nicht ganz so häufig ist, dass man Leute antrifft, die sich auch dann wirklich häufig bewegen. Das meiste sind hier Läden und wir gehen jetzt nicht auf den Laden mit dem Krieger plus 4, blaue und rote Perle, brauchen wir eh jetzt nicht, sondern wir gehen zum Wächter des Dorfplatzes. Und er meint, okay, willkommen in unserem Dorf, Abenteurer, ich wäre dir dankbar, wenn du mir einen Gefallen erweisen könntest. Wenn ich dir 200 Yen gebe, würdest du für mich einen roten Trank kaufen. Du bekommst ihn bei der Gemischtwarenhändlerin, ich befinde mich im Dienst und kann den Dorfplatz daher im Moment nicht verlassen. Gut, machen wir das. Ja, ist okay. Das heißt, wir haben jetzt gerade 200 Yen gekriegt. Und gehen jetzt hier zu dieser Gemischtwarenhändlerin und kaufen uns Tränke. Beziehungsweise die gibt er uns einfach so. Okay, ja, ist okay. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das sonst sowas von in die Länge geht. Wenn ich vor allem am Anfang alle Aufträge vorlese. Ich erkläre es nur kurz. Wir haben jetzt nur von der Gemischtwarenhändlerin rote Tränke geholt. Und die hat uns halt diese geschenkt sogar. Das heißt, wir haben jetzt hier Tränke und Yang immer noch. Dazu komme ich aber auch gleich nochmal weg damit. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Wächter des Dorfplatzes. Und ja, jetzt bedankt er sich, dass wir ihm das gemacht haben. Und ja, wir sollen nochmal schon mal später zu ihm kommen, wenn wir Interesse an der Gilde haben, was wir auch nochmal später machen werden. So, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Das heißt, wir haben keine Erfahrungspunkte gekriegt, sondern wir haben noch was gekriegt an Geld und an Trinken. Und Rückkehr zum Wächter des Dorfplatzes habe ich ja erledigt. Okay, gut. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Startposition und bereiten uns für den Kampf vor. Oder wenn man das auch Kampf nennen kann überhaupt. So, nebenbei werden wir es laufen. Hat man hier unten eine Münze, wo man in den Intim-Shop rein kann.
Brauchen wir am Anfang nicht, würde ich auch erstmal links liegen lassen. Dann haben wir eine rote Leiste und sehen, dass wir sagenhafte 760 TP zurzeit haben. Und TP sind halt die Lebenspunkte, oder besser gesagt Trefferpunkte. MP sind die Mana Points, haben wir 260 von, brauchen wir am Anfang auch nicht. Und AP ist nachher eigentlich die Ausdauer. Da haben wir 820 von. Das heißt, wenn wir uns bewegen, geht die immer runter. Wenn wir stehen bleiben, regeneriert sie sich immer sofort. Hier hat man eben die Erfahrungspunkte, die Erfahrungsleiste. Wir haben 0 Erfahrungspunkte. Und hier kann man umschalten, ob man automatisch kämpfen möchte oder normal angreifen oder ob man auf der linken Maustaste die Kamera bewegen möchte. Das mache ich jetzt zurzeit mit der rechten. Mich hier so drehen. Hoch, runter, links, rechts. Kann man auch andersrum machen. So. Jetzt habe ich einen Trank abgegeben anscheinend und ich habe sogar schon Holzringe. Das heißt, ich erkläre erstmal, wie ich hier reinkomme. Wir haben ja das hier soweit. Hier haben wir noch nebenbei eine Schnellleiste. Da komme ich aber auch später nochmal zu. Dann haben wir hier Charakter. Das heißt, hier sehen wir unseren Charakter Level 1 und wir brauchen 300 Erfahrungspunkte zum nächsten Level. Und den Rest erkläre ich später. Denn Inventar, da bin ich schon die ganze Zeit immer raufgegangen. Hier sieht man unten erstmal 200 Yen haben wir. Wir sind also schon wahnsinnig reich, haben Holzohrringe. Die Ohrringe können wir hier reintun und rüsten uns damit aus. Das heißt, wir haben jetzt durch die Holzohrringe eine Beweglichkeit von plus 1. Das kann ich mal hier im Charakterfenster zeigen. Kann ich das zeigen? Macht da was? Nee, da macht hier nichts. Also das hat nicht wirklich einen Effekt. Doch, hat er schon, na klar. Man sieht hier Dex ist Beweglichkeit. Hier steht 3. Wenn wir es reintun, weil wir plus 1 haben, haben wir jetzt 4 Punkte. Als nächstes haben wir ein Schwert, was stark gegen Orks auch noch als Bonus hat. Deswegen ist es gelb unterlegt. Okay. Tun wir rein. Und man sieht sofort, wir haben mehr Angriffskraft. Das ist hier die Angriffskraft, die hat sich erhöht. 28 bis 31, ohne Schwert 10. So, und dann haben wir noch genau 9 Tränke. So, und jetzt gehen wir mal auf die Jagd. Jetzt haben wir ein Schwert ausgerüstet, das mache ich mal weg in der Schüssenzeit. Und jetzt schauen wir mal. Wir sehen schon die ersten Gegner, Wildhunde. Und natürlich auch noch mehr Wölfe, hungriger Alpha-Wolf. Dann noch ein paar Alpha-Wölfe, da hinten auch noch ein paar Wölfe, Alpha-Wölfe. Würde ich aber noch nicht angreifen, weil man kann einmal mit der rechten Maus draufklicken und sieht dann diesen Level 4, Stufe 1 und heißen ruhiger Alpha-Wolf. Wir sind aber Level 1 erst und am Anfang ist das einfach noch zu stark. Also die sind uns zu stark, die würden uns sowas von schnell töten und wir greifen daher diese Wildhunde hier vorne an. Ja. Und man sieht schon, wie wir hier raufhauen mit Affenzahn und ja. So, jetzt hat man auch die ganze Zeit gesehen, gelbe Punkte, wir kriegen, das sind die Erfahrungspunkte und hier liegt Yang. Das können wir aufheben, indem wir immer das antippen. Man kann es aber auch anders machen, indem man jetzt nochmal ein paar tötet. Und ja, kommt, stirbt. Man sieht übrigens sehr gut unten, dass man Erfahrungspunkte verliert und wir haben jetzt schon Status ab. Komme ich aber später zu, wenn wir Level 2 sind. So, jetzt den nicht. Der gehört, glaube ich, nämlich zu der Gruppe. Und die sind immer hier am Anfang in Dreiergruppen. Später kann die auch einzeln mal vorkommen oder auch in Fünfergruppen. Muss man nachher eben in Erfahrung sehen. So, die töten wir immer schön fleißig weiter. Und haben jetzt einen roten Trank nebenbei aufgehoben, habe ich nicht aufgepasst. Und hier liegt wieder Yang. Okay. Yang kann man auch mit Y aufheben. Dann kann man einfach hier stehen bleiben und kann das aufheben, wenn man dicht genug ran ist. Hat den Vorteil, dass man nicht immer dahin laufen muss zu diesem Gegenstand, was man aufheben möchte.